keine Chance in diesem Teilnehmerfeld, dafür aber ein anderer Deutscher, nämlich Egon Müller. Der 32-jährige Mann aus Brock steht bei Neumünster, Leichtgewicht mit 51 Kilo, war gestern der Star in Bremen und genau das war nicht zu erwarten. Er selbst war noch vor dem Wettbewerb mit einem Platz unter den ersten sechs hoch zufrieden. Egon Müller hier in seinem ersten Lauf gegen Hans Nielsen aus Dänemark, Chris Morton aus England und Waldemar Bartschik aus Bremen. Müller schon in Führung. Die Bahn präsentierte sich jetzt doch noch in einem optimalen Zustand. Gleich im ersten Lauf verbesserte der Däne Erik Gundersen den Bahnrekord von Ole Olsen aus dem Jahre 1978 um 18 Hundertstel Sekunden. Egon Müller wird in diesem Rennen noch schneller sein. Sein neuer Bahnrekord 71,19 Sekunden. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 78,08 Kilometern in der Stunde. Letzte Runde für Egon Müller, der immerhin schon dreimal Sandbahn-Weltmeister war. Die Zielgerade, sicherer Sieg für den Deutschen, die ersten drei Punkte auf dem Konto von Egon Müller. Die 10.000 Zuschauer im Hansa-Stadion waren mit diesem Auftakt hoch zufrieden. Lauf Nummer 5. Am Start Les Collins, England, Erik Gundersen und Ole Olsen aus Dänemark, sowie Egon Müller, der hier diesmal einen nicht so guten Start hat. Er liegt auf Rang 3, überholt seine Konkurrenten Ausgang dieser Kurve aber in einem tollen Fahrstil. Müller also gleich wieder in Führung. Etwa 7.000 Mark Gage kassiert der Profi aus Schleswig-Holstein pro Rennen. In Bremen fährt er für die Hälfte dieser Summe. Der Grund, Müller verbindet mit dem MSC Hansa eine alte Freundschaft. In Bremen fuhr Müller vor vielen Jahren sein erstes großes internationales Rennen. Dennoch kam der Egon auf seine Kosten. 1.400 Mark gewann er an Sieggeldern. Dazu eine Armbanduhr im Werte von 500 Mark, eine Prämie eines Fans in Höhe von 300 Mark, alles zusammen, also fast 6.000 D-Mark. Dazu kamen noch zwei Diskothekenauftritte in der Nähe von Bremen. Das Wochenende hat sich für Egon Müller also doch noch gelohnt. Hier kommt das deutsche Spitweas zu seinem zweiten Sieg. Aber nach diesem Rennen gab es Probleme an der Maschine von Egon Müller. Wir haben jetzt ein bisschen Probleme mit der Technik. Also der Motor fängt an, Öl zu schmeißen an der Kurbelwelle. Ah. Ich muss es riskieren, ihn weiter zu fahren. Es kann natürlich auch sein, dass er stehen bleibt, ne? Dann ist natürlich... Aber im Moment ist noch alles offen. Die andere ist nicht schnell genug, da kann ich nichts mit gewinnen. Ich muss das Risiko eingehen. Aber wenn er kaputt ist, der Motor, sind 8.000 Mark weg, ne? Wenn man nur mehr von Gagen spricht, ne? Ja. Kann man auch mal sagen, was so ein Motor kostet, ne? Die Maschine hielt, die 8.000 Mark sind zunächst einmal gespart. Im Rennen Nummer 18 Egon Müller wie gewohnt an der Spitze, hinter ihm Dave Jessop, Peter Collins und Larry Ross. Am Ende standen dann die beiden Dänen Hans Nielsen und Erik Gundersen sowie Egon Müller mit je 13 Punkten auf Rang 1. Das notwendige Stechen gewann wieder Egon Müller. Ein großer Tag für den Deutschen, der in Bremen sonst schon oft große Schwierigkeiten mit der Bahn hatte. Egon Müller... Also Mann des Tages und auch bei der Siegerehrung sorgt er noch für Unterhaltung seiner Fans. Die 10.000 Zuschauer waren mehr als zufrieden mit der gestrigen Spitweh-Veranstaltung. Sie war eine der besten, die überhaupt in Bremen zur Austragung kam. Auch für Egon Müller war dies ein großer Tag. Die Frage scheint damit auch beantwortet zu sein. Der Egon ist derzeit doch noch ein besserer Spitweh-Fahrer als Sänger. Aber Musikgeschmack lässt sich ja durchaus zweiseitig interpretieren. Die deutschen Bahnsportfans warten nun natürlich gespannt auf das WM-Finale in knapp 14 Tagen im Londoner Wembley-Stadion. Sollte Egon auch dort gewinnen, dann wird er demnächst sicher auch noch ein ganz großer im Showgeschäft. Mehr im Geschäft, das Singen oder das Speedwayfahren oder was kann man da sagen?
Also die Aktivitäten außerhalb der Rennsportszene überwiegen im Moment die der Rennsportszene, wenn man von den Terminen ausgeht. Aber Priorität genießt bei mir natürlich auf jeden Fall der Rennsport, weil beim Rennsport ist es so, dass man also mit Leistung überzeugen kann. Auf der Bühne oder das Showgeschäft ist so eine wackelige Angelegenheit. Da kommt man also weiter mit Korruption und was weiß ich alles, aber nicht mit Leistung.